Der Airbag. Wir verspäten uns. Das schaffen wir. Oh, oh wow. Hey, nicht so schnell. Oh, mach mal Platz für die Rennmaschine. Oh, oh. Du wieder rasen? Superpiloten wie ich haben immer Glück. Weißt du, Feuer, auf Glück zu bauen ist sehr dumm. Es wäre viel besser, wenn du mehr Acht geben würdest. Eigentlich möchte uns Professor Eugenius heute etwas Besonderes zeigen. Er wird einen Airbag testen. Was ist das? Ziffer, erkläre es. Jeder, der im Auto mitfährt, muss einen Sitzgurt anschnallen, denn falls der Wagen schnell stoppen muss, wird ihn der Gurt im Sitz halten. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen nicht mal ein Gurt genügend Sicherheit bietet, wie wenn ein schnellfahrendes Auto mit etwas zusammenstößt. In diesem Falle können der Fahrer und die Passagiere durch einen Airbag geschützt werden. Man kann die Airbags, wenn sie zusammengefaltet sind, nicht sehen, denn sie sind verborgen. Im Falle eines Aufpralls bläht sich der Airbag sofort auf und die Personen prallen auf den Airbag, anstatt durch die Windschutzscheibe geschleudert zu werden. Und auf geht's! Wie üblich, wenn etwas Gefährliches getestet werden muss, probiert es Professor Eugenius erst selbst aus. Aber Großfix, was ist, wenn sich der Airbag mit Luft aufbläht? Mach dir mal keine Sorgen. Auf drei und zwei und eins. Der Airbag hat sich sofort aufgebläht. Habt ihr es gemerkt? Ja, aber wie macht er das? In ihm ist eine chemische Substanz, die im Moment des Aufpralls schnell verbrennt und sich anschließend sofort in ein Gas verwandelt. Der Airbag wird mit Gas gefüllt. Habe ich das gut erklärt, Professor? Ich kann den Freigabe himmlisch betätigen. Wir müssen ihn rausziehen. Halt! Wir rufen besser um Hilfe. Professor, brauchen Sie Hilfe? Danke, Elisa. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Sie können wieder gehen. Professor, wie konnten Sie den Knopf von dort aus nur betätigen? Das habe ich im Fliegen geschafft. Sie sind so unglaublich. Um kleine Kinder während der Fahrt im Auto zu schützen, müssen sie in einen speziellen Kindersitz geschnallt werden. Beim Fahrradfahren müssen Kinder besonders aufpassen. Auch beim Skateboarden, Rollerskating oder mit dem Roller. Erstens, bleibt fern von Straßen, auf denen Autos fahren. Zweitens, tragt immer eure Schutzausrüstung für eure Arme und Beine, Armgelenkschützer, Handschuhe und Knieschützer. Und für euren Kopf tragt einen Helm. So werdet ihr, falls ihr hinfallen solltet, euch nicht verletzen. Und drittens, sorgt dafür, dass Leute euch sehen können. Falls ihr am Abend draußen seid, müssen eure Kleider und Räder Sicherheitsreflektoren haben. Sie sorgen dafür, dass Fahrer euch sehen können, indem sie von den Scheinwerfern der Autos grell reflektiert werden. Denkt dran, seid vorsichtig auf der Straße. Also gut. Nun drückt die Daumen, dass es klappt. Sollten wir nicht Elisa rufen? Für alle Fälle? Lasst uns abwarten. Auf geht's und los! Großfix, wir müssen ihn retten. Nicht nötig. Ich hab was geändert. Jetzt bläht sich der Airbag nicht nur automatisch auf, sondern er entleert sich auch von selbst. Herrlich! Wie ihr Fixies sagt... Tschüss! Das wär's für heute, Kinder. Hurra! Los, kommt!
Wo ist mein Fixie-Board? Ich hab dein Fixie-Board-Feuer. Bitte sehr. Ich habe einen Airbag mit eingebaut. Wirklich? Wieso? Ich bin doch ein Superpilot. Sehen Sie? Deswegen habe ich's getan. Superpiloten brauchen keine Airbags. Wir fallen nie. Niemals. Oh, wow. Dieser Airbag ist echt cool. Das ist wirklich ein sehr originelles Design. Den habe ich selbst erfunden. Und Feuer war der Tester. Professor, bekommt jetzt jeder von uns einen Airbag? Jeder Einzelne bekommt einen. Sehr bald. Und trotzdem gilt... Vorsicht ist besser als Nachsicht.